Servus und hallo, hier ist die Anja von Die Frau am Grill und heute gibt's sexy, aber schmerzhafte Schweinebauchspieße vom Grill. Viel Spaß! Schneidet den Schweinebauch in 1,5 cm dicke Scheiben. Mein Schweinebauch ist übrigens ein besonderes Exemplar und zwar vom Limburger Klosterschwein. Das Fett hat dabei einen ganz besonderen Eigengeschmack, erhältlich online bei Otto Gourmet. Dann wandern die Scheiben auf Grillspieße. Mariniert wird mit einer Mischung aus Öl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver. Jetzt geht es ab auf die Plancha, auf den auf 230 Grad vorgeheizten Grill. Und zwar so lange, bis die gewünschte Röstung entstanden ist. Ach ja, abonniert gerne meinen Kanal für weitere neue und leckere Rezepte. Nun glasieren wir für den kulinarischen Schmerz mit der Painmaker Sweet and Hot Whisky Barbecue Soße von Händelmeier und glasieren die Spieße für 10 Minuten auf dem Grill in der indirekten Hitze. Derweilen schießen wir noch ein paar Pimentos de Padron auf die Feuerplatte. Und schon heißt es guten Appetit!